Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Wir haben ein Rematch unseres letzten Spiels auf der gleichen Karte und ja, dazu in Rot unten links gespawnt. Es ist der deutsche Protoss Showtime. Und entsprechend gegenüber in Blau der polnische Protoss Indy. Ja, mal sehen, wie dieses PvP sich ausspielt. Zumindest beide öffnen hier mit einem anderen Opening. Nehmen beide schneller das Gas und dafür nur ein Gate. Interessanterweise. Also kein Doppelgate, keine Doppeladapts zum Beginn, sondern eher von beiden mehr Tech-lastig. Showtime schickt jetzt hier auch eine Probe entsprechend zum Scouten. Bin gespannt, was er in diesem Spiel vorhat. Im letzten Spiel hat er seine BO sehr gut funktioniert gegen Indy. Dieser zieht jetzt hier tatsächlich noch das zweite Gateway nach. Ein bisschen später wird dann entsprechend den Core setzen. Und das ist ein Showtime, bleibt hier auf einem Gateway, setzt zuerst den Core. Mal sehen, ob er dann noch ein Gateway nachzieht, aber es sieht nicht danach aus. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Stattdessen Showtime sammelt hier eher sein Gas. Oh, er hat ein Proxy-Tag vor. Das wird vermutlich von der Position her ein Stargate werden. Heißt Proxy Oracle. Einfach weil die Distanz hier ziemlich lächerlich gering ist. Ja, Proxy Oracle. Problem, das es natürlich hat, ist, dass es kein Chrono Boost mehr gibt. Das heißt, man kann es nicht noch schneller rausdrücken. Es dauert dann doch ein paar Sekündchen länger. Und Indy hätte dafür eben schon zwei Gates. Wenn er Doppelstalker baut, kann er dagegen doch ziemlich gut sicher sein. Ja, wir werden sehen, was seine Wahl wird. Er hat jetzt hier Einheiten angefangen. Zwei Adepts. Allerdings ist er momentan Supply Block. Natürlich auch nicht schön. Ja, das Proxy Stargate wurde gesetzt hier von Showtime, währenddessen er auf der anderen Seite macht dicht mit dem zweiten Gateway. Möchte erstmal noch nicht, dass irgendein Adept in seine Basis kommt. Und ja, Indy sollte das hier irgendwie scouten. Aber natürlich, das ist schwierig. Gerade Proxy Stargate zu scouten ist immer generell schwierig. Er geht jetzt stattdessen in die Echse. Heißt, er wird hier mehr Worker haben, wenn Showtime mit seinem Proxy Oracle hier reinkommt. Heißt, er darf nicht allzu viel verlieren, ansonsten würde er wieder hinten sein. Showtimes Probe wird jetzt hier vom Mothership Core vertrieben. Doppel Adept ist hier da. Jetzt kommt es auf das Follow-up drauf an, das Indy hier vorhat. Wenn hier Doppelstalker danach baut, dann kann ein Oracle doch relativ solide abwehren. Ja, Probe wird jetzt hier gejagt. Mothership Core sichert sich den allerersten Kill. Ja, es kommt eben Doppelstalker nach. Heißt, Indy ist in der Lage, das Oracle hier zu halten. Denn wie gesagt, das ohne entsprechenden Chrono Boost dauert es doch nochmal 30 Sekunden, bis das Ding fertig ist. Bis dann könnten die Stalker fast schon geploppt sein. Mothership Core sammelt eben auch Energie für einen Notfall vor den Overcharge. Momentan ist hier noch nicht möglich. Jetzt schauen Sie sich mal vorne die Front an und backen jetzt hier. Oh, da ist der Wallen dicht, weil die AI backt nämlich hier rum. Sieht hier eben entsprechend die Gebäude, die hier stehen. Kann sich denken, dass irgendwas faul ist an der Sache, weil sonst würde ein Protoss nicht seine Rampe zu machen. Ja, Stalker gehen hier direkt in die Mineral Line. Mothership Core ist auch mit da. Photon Overcharge wird hier sogar noch in etwa fertig mit dem Moment, als das Oracle jetzt hier in die Basis reintrifft. Showtime möchte sich natürlich so viele Probes wie möglich mitnehmen. Kriegt hier schon mal die ersten beiden, allerdings Stalkers sind dran, das Ding anzuschießen. Jetzt kommt hier noch der Photon Overcharge und Oracle nimmt hier zu viel Damage, wird hier rausgenommen, kriegt dabei 4-5 Probes. Und es ist direkt das zweite Oracle für Showtime im Bau, er möchte hier noch nicht nachlassen. Ich stand ja in die Schaut jetzt hier mal, ob er ein entsprechendes Stargate findet und er sieht das hier auch. Heißt, er weiß jetzt, wo das Stargate ist. Mothership Core eiert jetzt hier auch noch hin. Er könnte eigentlich die Adapts direkt hinschicken. Die wären tanky genug. Da möchte ein Oracle eigentlich nicht drauf schießen. Und dessen Showtime macht die Transition in seine Standard-BO. Zieht entsprechend die Robo und die Forge nach und baut sich einen zweiten Nexus. Hat den kleinen Worker-Vorteil, muss man sagen, momentan. Ja, das nächste Oracle kommt, dass wir natürlich nochmal Probes mitnehmen. So viel wie nur irgendwie möglich. Eigentlich Indy hat jetzt eben seine Natural am Laufen. Hat momentan einen kleinen Vorteil, was die Economy betrifft. Eigentlich das Oracle möchte das natürlich ändern. Wartet jetzt hier momentan am Rand der Mainbase. Jetzt geht's hier rein. Eigentlich sind hier 4 Stalker da und ein Mothership Core. Ja, und die schießen sofort drauf. Eigentlich Oracle wirklich taucht hier einfach nur durch, versucht hier so viele Probes irgendwie mitzunehmen wie möglich. Eigentlich hat nur 3 Kills bekommen und wird jetzt hier umzingelt von Stalker und kommt hier nicht wirklich weg. Kann hier sogar beschossen werden am Rand. Und auch zweites Oracle geht hier down für Showtime. Also wesentlich schlechteres Opening hier für unseren deutschen Protoss. Das lief im letzten Spiel nochmal wesentlich besser für ihn. Dementsprechend, er hat zwar einen minimalen Probe-Vorteil. Angst, dass es wirklich nicht so essentiell, wie es im letzten Spiel war. Da war der Vorteil dann doch schon bei 10 Probes. Ja, schaut, er muss jetzt hier eben seine Rampe wieder aufmachen, dafür eins seiner Gateways abreißen. Das sind doch 150 Mana, das hier nochmal zusätzlich verliert. Ja, das geht hier Showtime jetzt mal scouten mit einem halluzinierten Oracle, wenn das ein Adepts rennen wieder rüber auf die andere Seite der Karte. Ja, und Showtime spielt jetzt wieder seine BO runter.
nimmt hier entsprechend das erste Upgrade, baut hier entsprechend einen Safety Immortal, wird dann vermutlich bald das Twilight Council nachsetzen, das zweite Attack Upgrade, dann gleichzeitig mit dem Adapt Shield Upgrade andrücken. Und dessen Indie packt jetzt hier die interessanten Sachen aus. Er baut jetzt hier ein Doppel-Stargate, das wird mal direkt vom halluzinierten Oracle gesehen. Tja, doppeltes Stargate. Daraus könnte man doppeltes Oracle oder doppeltes Void Ray bauen. Doppelter Phoenix rentiert sich nicht wirklich, wenn der Gegner nicht auch Phoenix geht. Ich bin gespannt, was er hier vorhat. Die Harassment-Variante mit Doppel-Oracle. Ja, währenddessen werden hier seine Adepts rausgenommen. Showtem killt die hier sehr effizient. Heißt, Indy hat jetzt auch nicht wirklich viel scouten können von der Basis vom deutschen Protoss. Und das hier mal sieht, er weiß effizient gar nichts. Ja, Showtime baut entsprechend seine Twilight-Council, zieht einfach komplett. Ist ihm komplett egal, was Indy hier spielt. Er zieht trotzdem seine BO durch, setzt entsprechend seine Twilight-Council, es wird dann entsprechend die Upgrades kommen, danach wird es einen Wechsel in Disruptor geben. Ja, und Indy spielt hier Doppel-Oracle. Ich bin gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Natürlich, Doppel-Oracle hat eine verdammt große Power, was Harassment angeht. Ja, wie wird Showtime darauf reagieren? Er braucht ein Abwehrtool und ja, er baut einen Phoenix aus dem Proxy-Stargate, das immer noch nicht abgerissen wurde. Der Phoenix natürlich sinnvoll zum Scouten und dann auch zum Oracle-Defenden. Währenddessen kommt bei beiden Spielen momentan das Adapt-Shield-Upgrade. Beide Spieler pushen hier nach wie vor ihre Economy auf, beide nehmen ihre dritte. Da sind sie auch im Timing ziemlich ähnlich, auch der Worker-Count ist noch sehr knapp beieinander. Und ich bin gespannt, denn die Oracle müssen hier definitiv was reißen, das ist nicht sehr viel Gas-Investment, da kommen nicht nochmal zwei Oracle nach. Als der blaue Protoss pumpt hier wirklich 600 Gas in Oracles. Und ja, Phoenix scoutet hier einmal drüber, sieht zumindest die Robo und die Twilight Council, die hier am Forschen ist. Ja, dritte wird für beide Spieler fertig. Proxy Target lebt zu diesem Zeitpunkt immer noch. Das ist interessant, dass Indy da nicht einmal einen Adapt drüber geschickt hat, um hier dann entsprechend das Ding abzureißen. Zumal der Warp-In hier eh genervt. Das heißt, Showtime kann hier gar nicht so gut ein Counter-Warp-In starten. Aber ja, Showtime pusht jetzt hier mal raus mit seiner Army. Da sind zwei Immortal dabei. Und die momentane Army von Indy besteht zu vielen Teilen aus Stalker. Die kriegen ja fast den Phoenix, allerdings Phoenix überlebt hier mit ein paar wenigen Hitpoints. Es sind eben sehr viele Stalker da und Stalker gegen Immortal, ja, das ist ein sehr unfairer Kampf. Bin gespannt, die Oracle begeben sich jetzt hier in Position, eine hier in Richtung der Mainbase, eine in Richtung der Natural. Und Showtime möchte hier pushen. Baut entsprechend dahinter seine Transition auf Disruptor, baut hier auch drei Probes, beide sind inzwischen auf einem soliden großen Worker-Count mit 60. Warp Prism kommt daher als Warp-In-Tool, da sind auch Sentries mit drin. Oracles jetzt hier versuchen Damage zu finden, haben hier ein paar Probes mitgenommen, jetzt die Main-Oracles kommen auch mit dazu. Phoenix ist allerdings da, es sterben hier doch einige Probes hier bei Showtime, der pusht jetzt hier einfach gnadenlos an die dritte vom blauen Protoss und der ist out of position, der hat alles momentan in seine Main-Base, da kommt ein gutes Force-Field. Und damit ist Indy hier aus seiner Base, von seiner Base weggesperrt. Die dritte hier wird einfach gefokust von Showtime. Und dessen Oracle lasern hier ein bisschen doof in der Gegend rum und fokussen keine Worker. Jetzt der Phoenix kann hier die ganzen Oracle clearen. Das ist ein herber Verlust hier für Indy, wenn das in seine dritte fällt. Und Showtime hat hier für Notfall noch ein V-Call, um sich hier zu verpissen. Nachdem er die dritte rausgenommen hat, setzt hier nochmal ein Force Field. Und ja, nimmt hier nach und nach die Production auch noch raus. Die ganzen Gates hier verlegen. Jetzt kommt hier der Recall. Das heißt, Showtime nimmt hier wirklich ein Drittel der Economy raus und bekommt dafür auch noch den Fluchtweg. Ja, Phoenix killt hier sogar nochmal einen Void Ray. Richtig teuer hier für Indy. Er ist jetzt natürlich hier gut hinten in diesem Spiel. Hat zwar einiges an Probes getötet, jedoch ultimativ nicht genügend. Showtime hat das alles schon wieder nachgebaut. Und ja, nicht sicher, was Indy jetzt aus diesem Standpunkt macht, weil Showtime wird sie jetzt die nächsten Minuten krass im Supply absetzen. Das sieht momentan noch ziemlich ähnlich aus, allerdings Showtime pumpt eben Production nach. 5 Gates kommen bei ihm momentan, 6 Gates sogar. Und dann wird sein Supply einfach explodieren, weil er die wesentlich stärkere Eco hat. Er hat eben die dritte Basis, die braucht bei Indy noch eine ganze Weile, bis sie der fertig ist. Der macht jetzt eben den Counter-Push. Ja, pumpt eben das Warp Prism dafür nach, um effizient reinwarpen zu können. Möchte natürlich Schaden finden, irgendwie. Void Ray wagt sich hier schon mal sehr weit vor, zusammen mit dem Mothership. Währenddessen macht Showtime hinten seine Rocks, das ist also auch ein bisschen out of position. Dessen Indy greift den High Ground und geht jetzt hier einmal drauf auf die Einheiten. Da geht jetzt die Phoenix erstmal an den Kragen. Erste Phoenix, nein, überlebt hier knapp. Beide Phoenix hier ziemlich low, Showtime jagt es hinterher mit den Adepts. Jetzt kommt die Rest Army von Indy. Showtime warpt sich jetzt hier hinter die ganze Army von Indy. Eigentlich der Kampf gerade Adepts hier gegen Stalker und währenddessen hier vorne die Adepts kämpfen gegen die Mortals. Das ist nicht sicher, ob das Showtimes bestes Engagement war. Der kommt jetzt eigentlich in den Disruptor dazu und der macht hier doch mal einiges an Damage. Währenddessen portet sich hier Showtime wieder hin und her mit seinen Adepts. Und ja, Indys Supply ist nicht mehr allzu hoch. Beides im Army Supply ist momentan sehr ähnlich. Indy braucht entsprechend einen weiteren Warpin, um hier weiter kämpfen zu können, sonst wird er hier diesen Kampf verlieren. Eine Mortal wird jetzt noch rausgenommen durch den Lift vom Phoenix. Da ist die Restarmee von
In die, ja, da kommen weitere Stalker mit dazu. Da kommt jetzt entsprechend das Warp Rüstung, da kommt der nächste Warp hin. Dann sind da viele Stalker drin und Stalker müssen eben gegen einen Mortal kämpfen. Das ist gar nicht so einfach. Auch ein Disruptor ist da und der kann wieder eine Kugel absetzen. Die macht eben massiv Damage. Da darf irgendwie nicht geklumpt stehen. Warp jetzt hier mit seinen Adepts nach vorne, währenddessen die Kugeln treffen, die rein an Stalker. Stalker werden sofort eliminiert. Dementsprechend haben die Adepts eine auch nicht mehr genügend Firepower und damit gewinnt Showtime auch das Rematch von Indy und ihm. Und ja, bleibt seiner BO treu. Diesmal allerdings mit Proxy Stargate. Funktioniert also auch irgendwie. Showtime spielt das einfach richtig krass gut runter. Bin gespannt, ob das jetzt so weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seht den Action Replay Cast. Macht's gut und ciao.